Ja, wir haben es extra herausgestellt. In der Sonne sieht es viel schöner aus. Ein Centurion in Gold, Rot, Schwarz. Strukturgold. Strukturgold, höre ich gerade von Kai. Grüß dich, Kai. Guten Morgen. Hi, Sven. Ja, grüß dich, Andi. Hi, Sven. Ja, ihr seid schon gefahren. Es fährt sich wie eine Eins. Der Rahmen tatsächlich aus Aluminium, aber hört sich an wie Carbon. Und deswegen, wir haben eben noch ein Fahrrad vorgestellt, da waren wir uns gar nicht mehr sicher. Die kommen immer näher, oder? Muss man sagen. Ja, klar. Also vom Design her, vom Grundlayout sind die Räder meistens gleich. Du musst dann manchmal wirklich schon genau hingucken. Also hier der Steuerkopfbereich, ja, da könnte man tatsächlich, nee, hier sieht man es auch. Ne? Hier hast du schöne Schweißnähte. Das sind die Schweißnähte. Vor allem täuscht halt eben, weil die Oberrohre zum Teil wirklich so dünn sind, dass es sich je nachdem, mit was da drauf läuft, fast gleich anhört. Aber hier ist man definitiv beim Aluminium. Aluminium. Ja, vielleicht fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Der Preis kostet? Hier sind wir bei 6,699. So, wir haben einen besonderen Hersteller, Centurion. Mhm. Das ist das No Pogo. Genau. Ich glaube, wir hatten es schon mal gedreht, oder? So ein ähnliches. Genau, so ein ähnliches. Ne? Also ist eine ganze Modellreihe. Und das ist übrigens von der Modellreihe her ein Klassiker, der bis auf Ende der 80er zurückgeht. Seit es das erste No Pogo gab, was so das erste Rad war von Centurion, was als antriebsneutral galt. Deswegen auch dieser Name No Pogo, heißt also kein Pedalrückschlag. Genau, Andi, wenn du es mal gerade drehst um 90 Grad in die Sonne, dann kommt es nämlich noch besser. Finde ich, bei dem Rad macht es gar keinen Sinn, über die Technik zu reden. Das ist so einfach nur die Optik, oder? Also ich habe auch schon überlegt, einfach nur eine Halterung zu nehmen. Hammer, eine Halterung zu nehmen, das Ding an die Wand zu hängen, es muss ja gar nicht gefahren werden. Nee, das Ding wirklich nicht. Also ich weiß nicht, klar ist immer so eine Sache, wie das im Film rüberkommt, aber ich finde live der Rahmen, das ist die Hatte. Das ist im Prinzip, um es den Zuschauern vielleicht mal zu erklären, so wie Gold. Und weißt du, ob manch einer so diese Customize-Shows bei D-Max oder so mal guckt, ne? Wenn du das dann, ich glaube, die machen das mit Rauch und Flammen, wird das dann nochmal, also es ist einfach Hammer, ey. Total am Schwaben, gell? Ja, ich merk's. So, tolle Gabel drauf, die High-End RockShox. Jawohl, die Lyric, ne? Als Debonair-Variante, also auch voll einstellbar in Druck- und Zugstufe. In einer ganz speziellen Beschichtung, muss man auch sagen, die aber bei denen nicht so golden ist, sondern die ist jetzt schwarz. Das ist eine schwarze Beschichtung, das macht RockShox schon lange. Die waren noch vor Jahren dann so die ersten, die wirklich sämtliche Komponenten in Schwarz angeboten hatten, inklusive der Kassette hinten. Da hat man mal ein geiles Custom-Bike-Projekt draus gemacht gehabt. Mittlerweile ist es Standard. Ne? Wir haben jetzt bei dem Modell hier dann auch neuerdings vorne und hinten 29. Also auch hier bei Größe M, was sich im Moment aktuell überall mehr oder weniger durchsetzt. Und dann halt, also es gibt das Modell in zwei Farbvarianten, aber ich muss sagen, ich wollte unbedingt diese haben, weil ich fand es auf der Messe schon einfach ein Knüller, das ist ein Hingucker. Speziell, aber derjenige, der sich darin verliebt, der will auch nichts anderes haben. So, das ist ja meine Feder. Das heißt also, das ist das, was auch bei Kraftfahrzeugen verwendet wird zum Beispiel. Genau. Also sagen wir, hier geht es darum. Es geht beim normalen Fahrrad, ging es ja immer darum, letztendlich immer leichter zu werden. Deswegen haben sich eigentlich Luftfederelemente durchgesetzt, weil sie schlichtweg leichter sind. Der Nachteil oder der Vorteil der Stahlfeder ist der, du musst eine Luftkammer, musst ja abdichten, ne, damit die Luft nicht entweicht. Das gegen hohe Drücke und das verursacht Reibung, die so ein Dämpfer nicht hat. Und da wir hier beim E-Bike sind, da kommt es jetzt auf 200 Gramm mehr oder weniger jetzt nicht an und du hast dafür aber die bessere Performance. Eisblah war Name von dem Ice-Tech. So, siehst du. Ice-Tech macht Folgendes, da geht es also darum, die Hitze abzuführen. Ja? Ja. Besteht aus drei Komponenten. Wir haben Bremsbeläge mit diesen Kühlrippen. Dann haben wir Sandwichscheiben, das ist eine Lage Stahl außen mit einem Alukern, weil Aluminium auch Wärme besser abführt und auch auf dem Alu-Spider. Das heißt, und natürlich sagen wir diese Fächerrad-ähnlichen Streben hier. Es geht einfach darum, möglichst gut die Hitze abzuführen. Weil wir haben halt beim Fahrrad gegenüber vom Auto oder Motorrad halt extrem dünne Wandstärken. Ne? Und da hast du so eine Bremse auch schnell mal überhitzt. Gut, also das ist auch wesentlich. Das macht sich gut bemerkbar, die Technik? Oder ist das nur ein Gag? Nee, ist gar kein Gag, weil das war, sagen wir, in der Vergangenheit noch ein viel größeres Problem. Da haben wir also oft Kunden gehabt, die dann aus den Bergen kamen mit völlig überhitzten Bremsen. Das siehst du auch, wenn die Scheiben dann Hitze verfärbt sind. Also das ist schon ein Thema. So, kleine Details. Hinten der Horstlink. Genau, hier sind wir jetzt wieder beim echten Viergelenker. Na, also der Horstlink ist dieses Gelenk hier vorm Ausfallende. Was den echten Viergelenker ausmacht.
Wir haben nämlich eben was gezeigt, da war das hinten starr von Ghost. Genau, mit einem sogenannten VPP-Hinterbau. Anderes Konzept. Aber hier ein absoluter Klassiker, oder? Das hier ist das, was auch Ghost bislang immer verbaut hat. Deswegen war das jetzt ein bisschen das Novum, dass Ghost jetzt einen VPP-Hinterbau verbaut. Ja. Funktioniert aber ganz hervorragend. Ist so State of the Art immer noch, gar keine Frage. Aber was auch ganz toll ist, ist natürlich hier die Schaltung, die Schaltgruppe. Wenn du das Rad mal gerade drehst um 180 Grad, da haben wir etwas mehr Sonne. Denn man muss nämlich, diese Schaltgruppe müsste man eigentlich ausbauen und an die Wand hängen. Denn sie ist nämlich nicht lieferbar, immer noch nicht, oder? Also in Einzelteilen im Moment schwer zu bekommen, ja. XT. So, und das ist der Klassiker, Anzahl der Gänge? Hier haben wir auch 12, ne? 12? 12, ja. Genau. 12? 12 Gänge und da hast du dann hinten, hast du dann, was haben wir hier, 50 Zähne als größtes Ritzel. Damit kommt das schon anständig bergauf. Ist ein Wunderwerk, also 12 Gänge. Ich habe, glaube ich, noch 10 Gänge und das war damals schon richtig gut, vor 5 Jahren. Mhm. Aber 12, das heißt aber auch, die Ketten werden immer dünner, oder? Ja, klar. Du hast natürlich, je mehr Gänge du auf dem Bauraum hast, umso geringer sind die Schaltabstände und umso schmaler müssen die Ketten sein. Ne? Aber mittlerweile gibt es dann zum Glück für den E-Bike-Bereich verstärkte Ketten, die das mittlerweile doch ganz gut wegstecken. Weil das war tatsächlich in den Anfangszeiten mit den E-Bikes echt ein Problem. Ne? So, wir haben einen Flaschenhalter, das ist auch ganz wichtig. Aber was fast noch wichtiger ist, ist dieser Motor hier, der EP8. Auch jetzt in der neuesten Generation, du sagst immer, es ist der langweiligste Motor der Welt, denn der geht überhaupt nicht kaputt, hat Leistung brachial und ist total unkompliziert, oder? Ja, absolut. Das ist so ein bisschen das Shimano-Ding, ne? Die haben eigentlich noch nie was auf den Markt gebracht, was nicht funktioniert. Also da muss man wirklich sagen, Chapeau. Keine Softwareprobleme, nix. Also gibt überhaupt nichts. Du, es gibt nichts auf der Welt, was nicht irgendwann mal Probleme macht, aber das ist verschwindend gering, das spielt keine Rolle fast. Ne? Du kannst auch alles mit dem Update irgendwo regeln. Also funktioniert. Auch für andere etablierte Hersteller. Mittlerweile ist die Systemsicherheit sehr hoch. Bluetooth? Auch. Wozu ist Bluetooth da? Also ich kann hier quasi zugreifen drauf mit meinem Handy. Ich glaube, es gibt so eine Shimano-App, das ist die E-Tab. E-Tube heißt sie, nicht E-Tab. Da kann ich also mir die Motoreinstellungen etwas anpassen, also immer von Low, Middle und High. Wenn ich jetzt zum Beispiel die erste Unterstützung ist ja hier in dem Bereich die Eco-Stufe selber, die ist halt von Haus auf eigentlich ziemlich aggressiv eingestellt, die kann ich aber als Sparstufe ja nutzen. Das heißt, ich stemme die einfach zurück auf Low und habe dann den Unterschied zur zweiten Stufe quasi gewaltig und habe dadurch halt mehr Einsparpotenzial. So, engineered in Baden-Württemberg, das ist, glaube ich, in Deutschland. Und das Ganze wird natürlich in Fernost gebaut, wo alle Rahmen herkommen, aber das ist der absolute Hammer. Centurion, als wir die Videos gemacht hatten, kannte ich Centurion nicht. Da hast du gesagt, das ist eine Bildungslücke. Ja. Die Marke gibt es seit 1976. Oh, steht vorne drauf. Ende. Aua, ich hätte es. Ich hätte es ein bisschen später getippt. Siehst du mal, ja, ich war so bei den 80ern, also ist sogar noch älter, richtig. So, was ist das für eine Lampe da vorne drauf? Die ist tatsächlich serienmäßig bei dem Rad, aber das weiß Baldi besser. Lili Zine steht drauf. Genau. Lisein. Lisein. Okay. Ja, ich muss immer gucken. K1644. Lisein. Zu der Aussprache kann ich was sagen. Ja. Wir waren ja, hatten die Firma, die importieren. Also es soll tatsächlich so entstanden sein. Das ist ein gelalltes Design. Und so entstand dieser Name auf irgendeiner Firmenfeier, wo die sich weggesoffen haben. Sage und schreibe 310 Lumen. Das heißt, du kannst nachts auch wirklich im Herbst und im Winter auch mal, wenn es mal ein bisschen dunkel wird, auch einen Downhill fahren. Ein Downhill jetzt vielleicht nicht, aber zumindest mal einen schönen Single-Trail oder sowas. Und das ist heute alles serienmäßig. Und vor allem müssen wir mal sehen, wie kompakt diese Lampen jetzt heute sind. Natürlich über Akku gesteuert. Ne? Ja. Das ist schon eine geile Sache. Toll, also das ist sehr mäßig dabei. Ich habe auch ein Rücklicht eigentlich bei dem? Nein. Nee, ist nicht drauf. Das heißt, da nehme ich mir so ein kleines Blinklicht oder? Genau, dann nimmt man sich einfach so eine Stecklampe oder irgend sowas, dann hat man also das auch umgangen. So, wenn du mal gerade das Rad mal hochhebst über das Hinterrad, und wenn du das mal blockierst und hochhebst, da können der Kai und ich, wir können mal drunter gucken. Das ist das Thema Kühlung hier gut realisiert, weil das ist ja das Teil, was der Hersteller selber baut, das Kunststoffteil, oder? Genau, ne? Also das ist herstellerabhängig und da geht es also tatsächlich, wie du schon sagst, letztendlich um Kühlung. Sagen wir gerade, wenn du jetzt einen extremen Berg hochfährst, hast du einen schweren Fahrer und je heißer der Motor wird, dann wird auch gegebenenfalls die Leistung reduziert, ne? Und das muss halt einfach
je besser das Ding gekühlt wird, umso besser, umso weniger tritt dieser Effekt ein. Und da kommen wir jetzt auch nochmal zu der eTube-App. Zum Beispiel mein Bruder hat, der lebt in Bayern, ne? Und er hat ist mit dem Shimano-Motor, so wie er serienmäßig war, mit dem Kinderanhänger halt so auf einer Alm hoch und hat der Motor ist in den Überhitzungsmodus gegangen. Und auch das kannst du über diese eTube-App regulieren, indem du dann zum Beispiel den mittleren Modus in der Leistung ein bisschen runter regulierst. Und dann hast du also unter starker Belastung halt einfach mehr Reichweite. So, hier vorne siehst du auch, wie schön alles hier verarbeitet ist, auch an Stellen, die du nicht siehst. Was ist hier unten? Was ist das für ein Regler unten? Das ist die sogenannte Zugstufe oder Ausfedergeschwindigkeit. Pass auf, wenn wir in der Gabel nur eine Feder hätten, ja, würden wir wie Dr. Schnaggels am Spazierstock so bing, bing, bing durch die Gegend springen. Hilft uns ja nicht weiter. Das heißt, wir müssen die Federbewegung regulieren. Und das geschieht über Hydraulik. Und in dem Fall hier regulieren wir die Geschwindigkeit des Ausfederns. Eine Stahlfeder vorne, das ist nicht üblich, oder? Das ist immer Luft. Nee, gibt es auch durchaus noch. Es ist bei der Gabel, haben wir nicht so hohe Drücke wie beim Dämpfer. Das heißt, was wir vorhin erwähnt haben mit der Reibung, ist nicht gerade so stark ausgeprägt bei der Gabel. Und der Vorteil eines Luftfederelements ist ja immer der, dass ich halt relativ schnell auf Gewicht abstimmen kann. Ne? Fahre ich mit Rucksack oder ohne, da müsste ich beim Hinterbau hier immer die Feder tauschen. Beim Luftfederelement kann ich das ganz schnell über den Luftdruck machen. Schick. Ich mag hier auch die Stellung hier gerade vom Baldi. Dekorativ. Ja, passt dazu. Ja, wir sind bei Kai Gimler Bikes, das Fahrrad, Einsatz hier, sowohl als auch. Das ist auch so ein bisschen der Trailbereich. Wir haben vom Federweg hinten 135, vorne 150. Da wird jetzt manch einer sagen, wie nur 135, aber ich habe vom anderen Hersteller ein Rad eine ganze Saison gefahren, das hinten auch so wenig Federweg hatte, in Anführungszeichen. Wenn das Fahrwerk potent ausgelegt ist und dann gerade noch mit den großen 29er-Reifen, hast du immer genug Reserve. Natürlich, wenn ich so wirklich auf den grobsten Downhill will, dann brauche ich ein anderes Rad. Darüber brauchen wir nicht zu reden, aber das funktioniert richtig geil. So, das ist jetzt ein M. Gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Die, ja, natürlich. Die Kurbel ist auch von XT. Ja. Was ist das für ein Material, Alu? Ja, vor allem ist bei den XT-Kurbeln halt immer das Ding, da hat ein Shimano Patent drauf, dass die hohl geschmiedet sind. Ne? Wie sie es machen, das weiß man nicht so richtig. Also das können nur die. Bringt halt einfach nochmal ein besseres Gewicht-Steifigkeitsverhältnis, ja? Weil es geht nicht immer nur um das absolut minderste Gewicht, sondern es geht ja auch darum, dass das Bauteil entsprechend steif ist. Und um dieses Verhältnis geht es ja immer. Und da liegt halt Shimano mit den Kurbeln ganz weit vorne. Ja, der Baldi, ich sehe ihn immer um 17 Uhr an der Bushaltestelle, wie er mit seinen Kumpels spielt und das Vorderrad in die Lüfte bewegt. Wenn du mal gerade einen kleinen Wheelie machst, bitte mit dem. Nee, ich meine, wenn du drauf sitzt und trittst. Siehste, hier. Ja. Das kannst du nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Fahr mal bitte, dass man mal sieht. Das ist jetzt M. Der ist ein bisschen klein für dich, der Rahmen? Ein bisschen, ja. Aber geht im Moment. So, und auch einmal bitte Federn. Genau, jetzt sieht man sehr schön. Siehst du jetzt auch schön. Die Feder wäre für ihn jetzt eigentlich zu weich. Ne? Und da müssten wir, also da haben wir dann die entsprechenden Tauschfedern und die würde jetzt bei dem Kunden dann entsprechend angepasst. Bei dem L-Rahmen, den er ja auch bräuchte, ist dann automatisch auch eine härtere Feder dann schon drin von der Federrate her. Preis von so einer Feder, was kostet das? Das machen wir im Tausch. Im Tausch? Ja. Das kostet den Kunden nichts. Das heißt, du machst eine stärkere Feder rein, Coil Ready, steht auch schon drauf. Ja, hier steht's. Gerade mal der Preis von dem. 6699, genau. 6699, ich filme mal gerade das Schildchen ab. Also Centurium No Pogo F3600, ist es ein L? EP1, Strukturgold, Größe 42M. Genau. Für 6699 Euro bei Kai Gimler Bikes in Buß. Das liegt im Saarland. Ganz bekannt hier das EKC. Also jeder Saarländer kennt das, ist so. Ja, ist Zia. Ja, du hast so eine Klimaanlage. Ja, wir haben sogar Klimaanlage, ja. Komm, wir gehen mal kurz rein. Du bist Zweirad-Mechanikermeister, genau. Fachrichtung Fahrräder und das Ganze schon seit ein paar Tagen. Wie lange schon? 10,5 Jahre, weil wir hatten jetzt im Frühjahr, hat man 10-jähriges Bestehen und ich habe wirklich wenige Tage nach meiner Meisterprüfung den Laden eröffnet. Damals hatte Mutti mit meinem zukünftigen Azubi den Laden eingerichtet. Ich habe in Frankfurt gesessen, meine Prüfung geschrieben und kam dann heim und direkt das darauffolgende Wochenende ging es los. Ja, und du hast ja von deinem
Designer ein paar Porsche-Aufkleber machen lassen und hast die auf ein Rotwild geklebt. Das machen wir gleich, das Fahrrad. Das ist Carbon? Absolutes Highlight, das ist Carbon. Porsche Design auch tatsächlich, was von Rotwild dann umgesetzt wurde. Und da haben die Jungs also richtig Gas gegeben. Vielleicht kann man nur mal kurz anteasern, dann guckt er nur mal das Rücklicht an. Also ich mein, warte, ich komme. Also das ist die Front mit dem Porsche-Logo. Ich muss natürlich am begeistern lassen können, aber wenn ich sowas sehe, es ist einfach Hammer. Ganz reduziert, oder? Ganz reduziert. So ist es. Ja, wir sind bei Kai Gimler Bikes in Buß. Kai, die Öffnungszeiten, das ist montags geschlossen, dafür richtig. Dienstags bis samstags durchgehend von 10 bis 18 Uhr. Genau. Auch samstags bis 18 Uhr geöffnet. Richtig, genau. Und damit sind wir relativ allein auf weiter Flur. Also ihr könnt auch samstags nachmittags wirklich zu uns kommen, wenn ihr Zeit habt. Wir sind da. Ja, du hältst nichts von diesem ganz modernen Kram wie Webshops. Das heißt, deine Warenverfügbarkeit ist online nicht zu sehen, aber ruhig mal anrufen, das geht. Deine Rufnummer hier? Alter Schwede, 06834 958 970. 958 970 mit der Vorwahl 06834. Genau. Er kennt sogar schon seine Rufnummer nach, wie viele Jahre seid ihr jetzt hier? 2 Jahre? Drei, vier. Echt? Nee, jetzt frag mich. Zahlen, mein Gott. Zahlen, mein Gott. Reden. Komm, lass uns über Fahrräder reden. Also, das kommt jetzt demnächst am 7. September 2021. Die Saison nimmt gar kein Ende. Tschüss, Kai. Ciao, Sven.